Eine Frage, die ich vorgestern auf physikerboard.de gefunden habe, scheint sehr populär zu sein. Die Skizze stammt aus einem anderen Forum. Also eine Tierärztin schießt auf einen Affen. Dem Moment, wo der Pfeil das Gewehr verlässt, lässt sich der Affe fallen. Die Frage ist dann, wo trifft der Pfeil den Affen? Das behandle ich dann etwas später. Zuerst zur allgemeinen Analyse. Also wir haben hier noch einmal die Situation, diesmal wieder von einer anderen Webseite, mit den fallenden Affen und damit die Bahnkurve des Pfeils. Nun, wenn der Pfeil mal das Gewehr verlassen hat oder der Affe sich fallen gelassen hat, dann wirkt nur noch jede Gewichtskraft. Und wenn nur die Gewichtskraft wirkt, dann ist die Beschleunigung des Objekts gleich der Gravitationsfeldstärke. Das heißt, beide Objekte sind genau gleich beschleunigt. Wenn man den Abschusswinkel anschaut, dann kann man auch eine Aussage machen über die Geschwindigkeit. Also der Abschusswinkel ist durch eine elementare trigonometrische Überlegung gegeben. H durch S ist der Tangens Phi. Die Geschwindigkeit des Pfeils beim Start, das ist einfach die Abschussgeschwindigkeit, zerlegt in die Horizontal- und die Vertikalkomponente. Nun kann man die Geschwindigkeit in Funktion der Zeit angeben, und zwar für den Pfeil die X-Komponente und die Z-Komponente. X-Komponente ist die Abschussgeschwindigkeit in X-Richtung, die bleibt konstant, und in Vertikalrichtung wird die Abschussgeschwindigkeit durch eine Fallbewegung überlagert. Beim Affen haben wir horizontal keine Geschwindigkeit und vertikal einfach die Geschwindigkeitszunahme infolge der Gravitation. Daraus kann man sofort die Ortszeitfunktionen herleiten. Wir haben also hier x und z in Funktion der Zeit für den Pfeil und hier für den Affen. Also in S steht eben für den Anfangsabstand zum Nullpunkt des Koordinatensystems. H ist dann die Anfangshöhe, wo sich der Affe fallen lässt. Nun zu den konkreten Fragen, die in diesem Physikerboard.de gestellt worden sind. Die erste Frage ist also, zu welchem Zeitpunkt kreuzt der Pfeil die Bahn der Affe? Also zu welchem Zeitpunkt trifft der Pfeil den Affen? Das wird dann die Folge sein. Und dann über welcher Höhe über Boden passiert das und ob das immer gelingt. Nun, die Lösung ist, dass man einfach die beiden Ortszeitfunktionen für Pfeil und Affe gleichsetzt. Und dann sieht man sofort, dass sich hier der Einfluss der Gravitation wegkürzt. Effektiv, wenn es dunkel wäre und die Pfeilspitze wäre beleuchtet, dann würde der Affe während der Fallbewegung einfach sehen, dass die Pfeilspitze auf ihn zukommt. Man kann eben die Gravitation quasi wegtransformieren. Jetzt muss man aufpassen bei der Lösung, also wenn dieser gravitative Term hier wegfällt, dann hat man eine Lösung aus der X-Betrachtung und eine Lösung aus der Z-Betrachtung. Die ist sehr elementar, also man bekommt die Zeit für das Ereignis, einfach indem man hier diese Gleichung auflöst und unten nach wegkürzen die andere Gleichung auflöst, bekommt man eine zweite Zeit. Nun, das ist zweimal die gleiche Zeit, weil in der Geschwindigkeitszerlegung steckt eben diese Geometrie dieses Dreiecks drin. Dann kann man die eine oder andere Zeit in die Bewegungsgleichung für den Affen einsetzen, man könnte es auch hier einsetzen, und dann bekommt man die Höhe des Ereignisses über Boden. Das ist klar. Wenn der zweite Term größer ist als der erste, dann findet das Ereignis nicht statt, weil ja dann Pfeil und Affe nicht am gleichen Ort einfach auf dem Boden auftreffen. Dann soll man noch den Mindestabstand angeben, wo das überhaupt möglich ist, und die Mindesthöhe. Hier noch einmal diese Zeichnung
die ich schon gezeigt habe. Also wenn die Schützin, also diese Tierärztin, so steht, dass dieser Winkel Phi 45 Grad ist, dann gibt es die größte Wurfweite. Das kann man wieder herleiten, indem man einfach sagt, diese Vertikalkomponente, also Z-Komponente des Pfeils, ist gleich 0, dann nach T auflösen, dann kann man T da oben einsetzen. Und damit kommt man die Wurfweite, kann man zeigen, bei 45 Grad gibt es die größte Wurfweite. Und weiter weg kann die Ärztin nicht stehen, sonst fällt ja der Pfeil zu Boden, bevor er dort ist, wo sich der Affe befindet. Die minimale Höhe ist natürlich gegeben durch den vertikalen Wurf. Also man kann wieder die Geschwindigkeit anschauen in der Vertikalbewegung und da V0 Z gerade gleich der Pfeilgeschwindigkeit setzen. Dann aus der Vertikalgeschwindigkeit wieder die Zeit herauslesen und die Zeit dann hier einsetzen. Und wenn der Affe höher ist als diese größte Wurfhöhe mit der gegebenen Geschwindigkeit, dann ist er natürlich sicher. Nun, all diese Formeln, die möchte ich jetzt nicht herleiten, weil die stehen alle in Wikipedia, die stehen zu Hunderten in Formelbüchern. Es ist ja offensichtlich eine riesige Sache, dieser schiefe Wurf. Jetzt habe ich hier noch einen kleinen Beitrag eben aus diesem Gute-Frage-Net, wo ich die erste Skizze her habe. Also da studiert jemand Mechatronik, offensichtlich an einer Fachhochschule. Das Bild 1, das ist das erste Bild, das ich gezeigt habe, sind Angaben. Und da kommen wieder genau diese Fragen. Nun, die Lösung, die Bewegungsfunktion für Affe und Pfeil, die wurden ja schon gegeben. Also nicht mal das muss man herleiten. Und dann steht hier, dass er eben da etwas rausgekürzt habe. Und eben alle Kommilitonen waren nicht in der Lage, diese Aufgabe zu lösen. Das mitgeschickt, da sieht man diesen Ansatz und dann löst er hier irgendetwas auf. Und dann macht er eben genau den Fehler, dass er nicht sieht, dass die beiden Gleichungen in x und z-Richtung das gleiche aussagen. Und dann kommt er am Schluss auf eine Identität. Denn Sinus Alpha durch Cosinus Alpha, also Tangens Alpha, ist gleich a durch x. Und das bekommt er dann. Aber das ist eigentlich der Anfang der Aufgabe. Nun, ich habe auf gute Frage nicht noch eine schöne Antwort zu all dem gefunden. Also wenn sich der Affe nicht fallen lässt, dann passiert eben nichts, dann geht der Pfeil unten durch, also der Affe kann auf dem Ast sitzen und sich ruhig am Sack kratzen. Nun, wenn ich diese Aufgaben alle ansehe, dann kratze ich mich überall, weil was soll das eigentlich? Was hat das mit Mechatronik zu tun? Was hat das mit Physik zu tun? Was hat das mit Mechanik zu tun? Eigentlich gar nichts. Ich zeige noch schnell die erste Quelle für diese Aufgabe. Die stammt nämlich von Galileo Galilei, 1638, diesem Buch, in diesem Dialog, 4 Jahre bevor Newton auf die Welt gekommen ist. Und da schreibt er: Man hat beobachtet, dass Wurfgeschosse eine gewisse Kurve beschreiben. Das Letztere aber eine Parabel ist, das im Vakuum natürlich, hat niemand gelehrt. Und dann in diesem Dialog zeigt er dann all diese Herleitungen, macht das mit Proportionen, damals noch ziemlich kompliziert. Also er überlegt sich das auch sehr schön. Er nimmt zuerst einen horizontalen Wurf und von A nach B wäre dann eine konstante Bewegung und dann leitet er hier Schritt für Schritt die Parabel her. Nun, wir leben im 21. Jahrhundert und an den Schulen werden diese Aufgaben gestellt aus dem 17. Jahrhundert, also in der Zeit, bevor Newton seine Grundgesetze gemacht hat. Übrigens, die Newton-Mechanik ist für mich auch nur ein Wurmfortsatz der Mechanik. Die Mechanik im 21. Jahrhundert, die sieht völlig anders aus und der Unterricht an Schulen sollte wirklich völlig anders aussehen. Ich zeige jetzt ein Beispiel aus
Physik und Systemwissenschaft für Aviatik, eine Gruppenarbeit. Die können dann selber beurteilen, was moderne Mechanik sein soll. Ich weiß natürlich nicht mehr genau, was die Studierenden damals erzählt haben. Ich kann nur die Folien zeigen, das Ergebnis dieser Gruppenarbeit im zweiten Semester des Studiengangs Aviatik an der ZHAW. Also hier die Aufgabenstellung, es geht um Flugsimulation einer Cessna 172, Konkretisierung und dann hier das Szenario, es geht um einen Landeanflug, wobei dann eben der Wind noch eine bedeutende Rolle spielt. Es geht also hier auch um Windscherung. Dann die technischen Daten. Und hier geht es schon um die Modellierung des Auftriebsbeiwerts und des Widerstandsbeiwerts in Funktion des Anstellwinkels des Angle of Attack. Dann hier die Kräfte. Also bevor man modelliert, muss man alle Kräfte kennen, also alle Impulsaustauschraten mit der Umgebung. Korrekt einzeichnen, auch die Winkelgeschichte korrekt machen und dann hier eben den Anstellwinkel in Funktion des Winkels der Bewegung und des Winkels, also des Pitches des Winkels, um den das Flugzeug gedreht wird. Nehmen Sie mal Physikbücher aus dem deutschen Sprachraum und schauen Sie mal, sind dort alle Kräfte und vollständig eingezeichnet? Sie werden sich noch wundern, aber für den Affen auf dem Baum braucht sie auch keine sauberen Kraftanalyse. Gehen wir zur Modellbildung. Also Sie sehen hier schon die Impulsbilanz mit allen Kräften in X- und Y-Richtung. Dann haben wir hier diese ganze Geschichte mit Berechnen des Winkels Gamma unter Windeinfluss, also die Richtung der Anströmung letztendlich. Und dann haben wir hier die Positionsberechnung mit dem Wind, Korrektur dann. Und wir haben hier das Pilotenverhalten. Der Pilot kann den Pitch, also den Winkel des Flugzeuges, ändern oder er kann Schub setzen oder Schub zurücknehmen. Dann hier noch einmal der Einfluss des Windes in Funktion der Höhe und dann eben gleichzeitig auch die C-Werte, wie man das berechnet. Soweit zur Modellierung. Das haben die Studierenden selber modelliert. Ich habe mit ihnen nur den Fußball gemacht mit Luftwiderstand und Magnus-Effekt. Solche Videos gibt es in meinem Kanal, sogar inklusive Bananenflanke. Dann hier die Validierung. Ich weiß nicht, ob Sie Daten genommen haben, die gemessen worden sind oder ob Sie selber geflogen sind. Ich nehme an, die sind sogar selber geflogen und haben diese Daten dann mit GPS aufgenommen und geschaut, sieht das in etwa so aus. Den Wind konnten Sie natürlich nicht auf Abruf bestellen. Sie haben einfach bei relativer Windstille gemessen. Dann zu den Ergebnissen. Also man sieht hier diese Abweichung von der idealen Flugbahn infolge Wind und dann die Pilotenkorrekturen. Das musste dann im Vortrag eingehend erläutert werden. Nun hier noch die Zusammenstellung von Ereignissen, die passieren und was macht der Pilot mit Pitch und Schub. Hier hat man noch einmal Rückenwind, Gegenwind, da reagiert das Flugzeug halt umgekehrt und das muss dann korrigiert werden, wenn man wirklich aufsetzen will auf der Pistenkante. Dann das Fazit und hier noch das Verhalten des Flugzeugs beim Aufsetzen. Also ich habe sogar modelliert, was passiert jetzt, wenn das Flugzeug auf die Piste aufsetzt. Noch ein bisschen Schwingung dabei. Und da sieht man, was der Pilot macht. Er muss zwischenzeitlich den Pitch, also die Anstellung des Flugzeugs, ziemlich erhöhen. Er muss Schub reduzieren und so weiter. Nun, ich frage Sie jetzt ganz ehrlich, ist diese Physik interessanter oder der blöde Affe auf dem Baum, der dann
auf den Pfeil schaut und sich in dem Moment fallen lässt, wenn der Pfeil aus dem Rohr kommt. Ich meine, wie weltfremd ist dieses Beispiel und wie viel Technik enthaltet das hier gezeigte Beispiel? Sie finden auf meinem YouTube-Kanal sehr viele Modellierungen, also zum Beispiel Sprung aus der Stratosphäre, Bungee-Jumping oder eben Wurfbewegungen mit Ball und so weiter, also Schwingungsverhalten, Züge, die zusammenknallen. Ich denke, es macht wirklich keinen Sinn, Physiklehrer zu beschäftigen, die Beispiele aus dem 17. Jahrhundert nehmen. Da würde man besser diese Lehrer entlassen und den Lohn in den Tierschutz stecken, damit man die Affen nicht mehr so ab den Bäumen schießen muss.